gesagt, ich weiß noch nicht, ob es wirklich stimmt, ob es 6 sind. So, wir machen jetzt ein bisschen weiter mit dem nächsten Teil durch. Nutze ich das jetzt überhaupt noch irgendwie jetzt groß oder machen wir einen kleinen Break? So. Okay. Gut. Nur, bevor wir jetzt weitermachen, gibt es noch etwas zu entdecken, was ich tatsächlich übersehen habe. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Dass ich jetzt auf Anhieb was finde. Es gibt... gab ja in Pokémon... ein neues Pokémon. In Pokémon... Im ersten Teil des DLCs gab es ja die Dicta-Sammlung. Hier ist es tatsächlich ein bisschen was anderes. Hier heißt es nämlich nicht Dicta suchen. Hier heißt es, zumindest ist der Stand jetzt, Fußspuren suchen. So, jetzt habe ich erstmal dieses Pokémon. Dieses Gelavido. Das haben wir nämlich noch nicht. Gerne mit einmal kurz einsacken, Level 65 ist das. Ach du. Oh, also. Ach gut, Blizzard, na gut. Durch den Hagelsturm trifft das, das eine 100%ige Volltrefferquote. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht das Pokémon kille. So, und du hast schon mal. Mach schon mal nicht so viel Zicken wie Regi-Stil. So, 68 für Libalo. Ich brauche das auch mindestens auf Level 70, das kriegen wir aber auch hin bald. An einer PC-Box will ich haben. Ja, wir machen jetzt kurz. Gleich einen kleinen Break. So. Items mitnehmen. Ich haben wir schon. So, hier. Abzoll. Nein. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Möchte ich jetzt auch nicht. Die Frage ist, wann wir das erstmal aktivieren müssen. Hier ist ein Item. Oh, ein XP-Bonbon. Und hier haben wir noch was. Und zwar ein GP-Bonbon S. Noch ein weiteres. Und da liegt noch ein Item. Also, sie haben ein bisschen was übersehen, wenn ich es mal hier bin. Ein Fokus-Gurt, den haben wir ja schon. Warte mal, ist das nicht das Dorf hier? Genau, so ist das. Was ist das? Ich frage mich jetzt gerade mal. Ich glaube, hier oben haben wir nämlich noch nicht drin. Ein weiteres EP-Bonbon. Also die Scheiße hier gerade mit den EP-Bonbons durch die Gegend. Okay, hier können wir nicht weitermachen. Kommen wir hier rein irgendwie? Nee, ne? Können wir. Scheinbar zumindest. So, was mit dir? Und hast du unsere Statue vom Wirken konnte ich der erreichten Ernte angesehen? Okay, das mehr wolltest du jetzt mal nicht sagen. Alles klar. Ja, super. Okay, dann nehmen wir das Item hier oben noch mit. Wie komme ich da jetzt rein? Ach, hier. Und das ist... ein Stückchen Holzkohle. Okay, verstärkt zumindest Feuerattacken. Also das ist... das ist gut. Hallo, schöne Waren, wie meine Definition Freestyle. Aha. Dann habe ich keine Kohle dafür, sorry. Herzlich willkommen in Freestyle. Du hast sicher einige Strapazen auf dich nehmen müssen, um hierher zu gelangen. Die Kronenschneelande sind bekannt für ihre Karotten, musst du wissen. Hättest du vielleicht Verwendung für ein paar Karotten zusammen, quasi als kleines Souvenir? Nein.
Ja, wenn ich will, da hat schon. Die sind zwar nur Samen, aber die sind sehr wertvoll, weißt du? Das ist ein Tandel ausmachen. Wenn du mir 8 Brocken Enten Eier jetzt gibst, gehören sie dir. Oh, der war heißes Geben und nehmen. Ne, danke, brauche ich nicht. Okay, dann müssen wir doch hier oben rum. Was haben wir hier noch? Ein Allzweckschirm. Ah, Regen- und Sonnenschirm. Ja, okay. Regen- und Sonnenlicht. So, eigentlich wollte ich jetzt ich doch kurz was ansetzen. Also, es gibt keine Diktersuche. Tatsächlich so, zumindest Stand jetzt. Ich weiß nämlich nicht, ich habe auch nicht so weit geguckt. Ich habe nur ungefähr so weit geguckt, wie ich jetzt gespielt habe. Sondern es gibt sowas wie Fußspuren im Schnee, aber ich habe gerade keine zu finden. Und die Dinger jetzt aktiviert werden müssen. Weiß ich doch nicht. Konkorten, okay. Die Frage ist, wo sind die? Jetzt hier irgendwie auf die Pinne. Um euch das mal zu zeigen. Okay. Sahne. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt gerade. Ansonsten muss ich mich da nochmal schlau machen. Und wir machen erstmal weiter. Eigentlich müssten hier Fußspuren im Schnee irgendwo sein. So habe ich zumindest irgendwo bei dem YouTuber gesehen. Ja gut, egal, wir machen jetzt mal weiter. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, aufpassen, weil ich dabei noch Let's Go Evoli spiele. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Dann morgen, heute ist ja Mittwoch. Genau, jetzt hat es uns gefallen. Heute ist Mittwoch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit der Jagd nach dem nächsten, vielleicht nächsten Golem. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Shit, eigentlich wollte ich mit euch Fußspuren suchen gehen, aber scheinbar sind die hier irgendwie nicht aufgetaucht. Ja, wir haben in der letzten Folge tatsächlich den ersten der Golems gefunden. Aber ich mache mir... Das lässt man tatsächlich keine Ruhe, ne? Ich frage jetzt, muss ich das so aktivieren? Die Wände irgendwo. Eigentlich müsste sie ja. Nur das Problem, ich habe nicht aufgepasst, wo der jetzt hier aktiviert hat, ne? Hier ist nicht. Tandhell. Okay, nicht. Armes kleines Tandhell. Lässt er alleine. So, das Gebäude. Die Frage ist, was ist mit dir jetzt hier? In unserem Dorf ist nicht viel los, aber seh dich entspannt rum und genieß die Ruhe. Es gibt immer eine Statue, die du unten gucken könntest. Ja, hab ich schon. Mit dir? Es ist sehr kalt draußen, aber möchte ich mal hier richtig auf. Okay. Bist du ein Evoli-Trainer? Gehst du gerne mit deinem Pokémon spazieren? Ja. Schön, viel Spaß bei einem gemeinsamen Spaziergang. Aha. Okay, das ist das, was aktiviert ist. Was ist mit euch beiden hier los? Ja, wie ja, quäl ich mit dieser Kälte ab. Langsam reicht es meinen müden Knochen. Auf Verstand legen sollst du stets fest auftreten. Dadurch stürzt du nicht so schnell. Die jungen Leute sind alle in die Stadt gezogen, nur wir Alten fristen. Ach so, das habe ich ja schon gehabt, okay. Hab ich jetzt echt blöd, hab die Dinger noch nicht gefunden. Es soll Fußspuren, wie gesagt, im Schnee geben. Aber wo kann ich euch tatsächlich jetzt auf Anhieb nicht sehr sagen? Weiteres Item.
wir auf jeden Fall. Pokémon S. Kraftwurzel. Eigentlich müssen sie doch im Schnee auftauchen, oder nicht? Egal, wir machen weiter. Ich mache mich da mal schlau, wie das jetzt war. Und, machen einfach erstmal weiter mit der Story ein bisschen. Ein Aerodactyl. Das haben wir noch gar nicht. Ja, ja, komm her, komm her, komm her, komm, komm. Ein Fossil-Pokémon. Aber da habe ich doch nicht geredet, weil das doch noch mal auftaucht. Doppelkick, weil das müsste eigentlich neutral sein. Dieses Aerodactyl ist von dem Steinflug. Jetzt habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Das Problem, ich habe keine Ahnung, was meine Pokémon ist. Das ist das halt, ne? So, mal kurz rein damit. Damit ist unser Pokémon weg. Also 5 KP wegzuschießen, haut den Gigastoß raus. Ah, mich ärgert's gerade. Ich hab tatsächlich einfach die passenden Pokémon nicht dafür, um dir jetzt irgendwie ein bisschen zu helfen. Ah, 65 bist du, ne? Ist hier. Was ist das? Ja, du kannst natürlich gar nichts machen. Also ist gut. Ich will dieses Aerodactyl einsacken. Ah, du Taub! Einfach doch ein bisschen wieder. Komm her. Wie weit heute kommen, weiß ich noch nicht. So, erstmal ist dieses Aerodactyl eingesackt. Ja, ich möchte es nicht. In eine PC-Box. Weg damit. Ich möchte nur den Eintrag haben. So, ich muss wieder neue Pokémon meine Pokémon ein bisschen heilen. So. Na gut. Da machen wir mal weiter. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, was mich so weit auf dem Tor. Ich halte mich jetzt nicht auf, wenn wir weiter um den Pokémon sammeln. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter in der Story. Also hier so ein bisschen was. Was haben wir denn hier Schönes? Auf dem alten Sockel steht etwas geschrieben. Möchtest du die Inschrift lesen? Ja. Binnen kurzer Zeit überhaupt sich das Biest dem König und wurde sein treues Ross. Der Glaube der Menschen in den König war nun unerschütterlich. Zur Ehre des Königs errichtet unser Volk einen Tempel rings um einen heiligen Sitzling, der oben in den Bergen wuchs. Zudem brachten die Menschen in Züge da, welche ihm die Kontrolle über sein Ross erleichtern sollten. Okay. Also ich könnte jetzt hier ein Pokémon beenden fangen. Hier ist nämlich noch ein Raffel, was wir auch bestimmt noch nicht haben. Ja gut, weil ich aber jetzt hier weiter Pokémon 1000 Pokémon sammeln, dann kommen wir gar nicht weiter. So, das Aerodactyl da oben, das haben wir ja schon. Schauen wir hier, Frostetje. Ich hau jetzt bei dem lieber Leute die Dings rein. Weil wenn ich ehrlich bin, ich komme sonst nicht groß mit dem Fang hinterher. Gerade bei den Legis jetzt nicht. Ah, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ernsthaft? Das ist ja gar nichts gewesen. Ich habe gedacht, okay, mindestens ein Level Up kriegst du noch rein. Aha, also nicht. Okay.
So, dann nochmal hier. Schauen wir mal hier ein bisschen weiter schlauer. Ein Nidoking. Hoch. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin, liebe Leute. Nidoqueen. Wo bist du? Hallo, ich bin der Matentleiter des Vertrauens. Abgesehen vom üblichen Sortiment habe ich auch ein tägliches Wechselangebot bei welchen Items. Schauen Sie den Tag vorbei. Was möchtest du denn heute ansehen? Das Angebot des Tages noch nicht. Das Angebot des Tages wird dir gefallen. Das ist ein Zip-Up. Ah, nein. Kannst du Pokébälle mitmachen? Warte mal. Ich nehme mal ein paar Hypertränke mit, bevor ich hier irgendwas machen kann. Ich habe auch gute Items. Aha. Okay. Das TP ist wahrscheinlich. Aber mal gucken, ob wir hier jetzt irgendwie wieder komplett auf dem falschen Dampfer sind. Quasi wieder ins Dorf zurück. Mal kurz in Siberio. Aber kann man auch fit. Kann man auch. Können wir noch eine Route fahren. So. Ich bin hier gerade ein bisschen. Okay, ja, kannst du nicht. Die Frage ist, ob ich hier überhaupt absolut richtig bin. Das ist wieder so ein Ruin-Ding. Schön Baum. Okay. Tannhelm. Metan. Oh, jetzt wieder coole Pokémon. Ich würde sie gerne alle fangen, aber sonst komme ich hier mit der Story nicht hinterher. Eine Top-Genesung. Oh, da unten. Ach, da. Moment, ist das der Tempel von ihm oder ist das jetzt wieder was Neues? Dazu muss ich jetzt mal auf die Karte gucken. So wie ich das sehe, ist das was anderes. Das sollte das zweite Regi sein. Warte mal, dann muss ich jetzt mal da. Jetzt fahre ich da runter wieder, weil das will ich mir einfach mal genauer angucken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch irgendwie runterkommen würde. Oh, wieder groß. Ich sag ja, hier gibt es viele coole Pokémon. Da bin ich nicht durch. Da müssen wir durch. Und dann versuchen wir es hier mal mit dem Schwarz mal. Ich hoffe, dass ich das in diese Folge reingesetzt bekomme. So. Okay, aber diesmal nicht. Ach du, auf der Tür steht etwas geschrieben. Erscheint eine Seite des lebendigen Schneekristalls. Ach ja. Ja. Gut, das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Das heißt, ich wechsle mal meinen Pestagron aus. Und ich stehe für Kristall. Das ist der Vorteil, dass ich nur Frigometri ins Team ziehen nehmen muss. Nein. Das ist das. So, ich gehe jetzt mal rein schon. Dann haben wir hier den nächsten Golem, den zweiten. So viel mache ich eh nicht heute. So. Pokémon bewegen. Also die Frage ist, was erwartet uns jetzt hier? So, ich speichere jetzt diesmal, damit ich den Fehler nicht nochmal mache. Ich vermute, dass wir hier wieder die Dinge aktivieren müssen. Ja.
So, die Frage ist, welches von den drei ist es der nächste? Eisenergie, okay. Dann kann das Regi Eis sein. Regi-Eis, ja, oder Regi-Eis. Ich weiß nicht, ich komme auf seinen Namen nicht. Regi-Eis, glaube ich, wahrscheinlich ausgesprochen. Warte mal, ich versuche mal, ob ich einen Flottball werfen kann. Ich habe hier ein bisschen Dusel, das schon vorne von der Reihe. Ich vermute, dass es direkt ausbricht. Eins, zwei. War meine Vermutung war richtig, aber ich habe gedacht, okay, jetzt kann man ein bisschen Glück jetzt dabei. Gut, dieses Pokémon dürfte vom Typ Eis sein. Klar. Ah, die Frage ist aber, was hat so ein Beityp dazu? Ich muss nochmal einen Feuerball. Dass ich mich speichern kann. Oh, Alter, fast! Oh, Glück gehabt, ey, das ist doch sicher noch ein Kaffee. Dann muss ich jetzt mal Hyperbälle knallen. Warte mal, Hyperbälle da. Boah, ich dachte mir gar. Oh, oh. Ich hab ein KP oder so. Das war auch in dem Scheiß. So, probieren wir es nochmal. Ja, wir haben jetzt das gleiche Problem wie mit dem Golem vorher. Okay, dann spielen wir das ganze Spielchen, drehen wir das ganze Spielchen mal. Jibalo kommt zurück und Registil, mach mal. Und dann gucken wir ein bisschen Prozess. Gut, dann war das kurz Prozess. Ich würde ja gerne fangen. So, sind die beide auf einem Level. Das sollte es zumindest ein bisschen einfacher machen. Ich hab das hinkriegen. Bleib doch drin, Digga. Bleib doch drin. Ich weiß nicht, wie viele jetzt noch fehlen. Wenn ich den zweiten auch noch fange. Ach, komm jetzt her. Blitzkanone trifft mich. Weiterhin seine Spezialverteidigung. Ich würde jetzt unbedingt eigentlich gerne einsacken. Ich muss noch genug Bälle haben. Ich habe 161 Bälle. Ja, das sind so noch 160, aber ich muss dieses Pokémon haben. Und diesen zweiten Legi noch haben wir nehmen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir es besiegt aussehen, aber ich will es ja nicht besiegen, ich will es ja fangen. Kurz ein bisschen zu laden, also das Pokémon immer ein bisschen. Jetzt Kanone bleibt weiterhin wirksam gegen uns. Okay. Jetzt ist doch wieder kurz Kanone drin, Versuch. Natürlich! Du triffst mit deiner Paralyse durch, aber ich krieg sie nicht hin, oder? Okay.
Nichts kannst du, ne? So, nächster Ball. So, der Golem des Eises gehört auch uns. Sehr gut. Nein. Gut, dann haben wir das auch. Der höchste Stand der Dinge in der Legende 2. Okay, tief im Herzen liegen die Ruinen, auf denen der Eisgigant schläft. Das haben wir ja schon. Auf der Tür stehen die Scheine an der Seite des lebendigen Schneekristalls. Als Frigimitrus seine Pokéball holte, öffnete sich die Tür und gab Geistpreis. Okay. Das ist das dritte Pokémon. Also es gibt tatsächlich vier. Ich hatte irgendwas von sechs gelesen, aber... Dann haben wir jetzt schon zwei von vier, also die Hälfte. Und die nächsten zwei machen wir in den nächsten beiden Folgen. So, dann haben wir hier das Giganten-Duo schläft. Das Giganten-Duo fehlt uns noch. Hey, Pioni. Ich bin Pioni. Was hast du Spaß auf deiner Expedition? Bitte, du hast dem Eis gegangen wie Geist begegnet. Ha, Wahnsinn, echt beeindruckend. Expeditionshilfe. Vergiss dich auch nach den anderen Giganten-Ausschau zu halten. So, mal, ich muss mal gerade gucken. Ja, okay. Uns fehlen jetzt noch zwei. Also das Duo. Und ich vermute, dass der andere Regirock ist. Also vom Typ Gestein. Das ist so meine Vermutung jetzt gerade. So, mal wieder mein Team rein. Ah, super, tragen wir einen damit. Ich habe ja noch irgendwo einen Paraheiler, oder nicht? So. Gut. Wie gesagt, das nächste Pokémon, das uns jetzt. Gut, das war ein Item. Moment. Wo war's hin? Hier. Ja, EP-Bonbon M. Gut. Ja, ist ungewohnt, dass ich halt nicht mit meinem eigenen Team war. Mein eigenes Team war mittlerweile fast komplett über Level 70. Level 69, okay, dann haben wir zumindest noch ein Level. Und da oben ist noch ein Item, was wir mitnehmen wollen, und zwar ist es ein Hals. Ach, das ist so eine Lärmattacke, spricht also quasi wie Heuler oder sowas. Rindersaat. Okay, die Frage ist, was ist jetzt mit Regirock? Gerade gucken. Ich muss auf der Karte gucken, wie weit es jetzt weitergeht. Bett des Giganten. Ballseehöhe. Das könnte hier unten sein. Oder? Ich gehe mal rüber, weil dann ist man ein bisschen darunter. Okay, Schnee. Gipfelfahrt. Okay, das ist ja eh egal. Jetzt gerade. So, dann haben wir zumindest den Teil da oben weggearbeitet. Aufstiegstunnel. Warte mal. Die Frage ist, wo ist denn der letzte Golem? Ist das hier? Nee, ne? Das ist der. Okay. Müssen wir wieder hier runter, ne? Alter Friedhof. Bett des
Giganten? Splitterfeld. Rauschende Höhlen. Was haben wir hier? Dreiwegpass. Hügel des Dinerbaums. Ja, boah, ist schwierig gerade. Du bist ja irgendwie wieder hoch, ne? Ist er da hoch jetzt oder was? Das soll ja wie eine Höhle sein, oder nicht? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich frage jetzt mal, ob wir runterfahren oder hochfahren. Wir müssen jetzt hoch Richtung. Da hoch auf jeden Fall. Irgendwie. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Von da oben kamen wir ja. Da habe ich ja da unten die Höhle gefunden. Ja. Genau, da ist eine Höhle. Okay. Aber die würde ich mir dann eigentlich gerne mal in der nächsten Folge angucken. Wenn ich dieses Riberio uns mal ein bisschen in Ruhe lässt, weil ich muss. Da muss ich doch. Ne, Aufstiegsrunde. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Pokémon Schild und dem DLC. Bis dahin. Tschüss.